Mein Name ist Norbert Caveni und ich bin OK-Präsident vom Open Air Lumnezia. Am Anfang haben wir es recht schwer gehabt. Die Akzeptanz ist nicht da. Wir haben auch nicht gewusst, was wir effektiv machen. Während diesen Jahren hat man wirklich gesehen, dass wir etwas für die Region machen. Und unsere Bauern und Bewirtschafter und auch Landbesitzer, die sind sehr, sehr offen. Die verstehen auch, wieso wir das machen. Das ist schlussendlich etwas für die Region. Jetzt, wenn man ins Gelände hineingeht, dann kennt man einfach einen Haufen Leute, was auch sehr schön ist. Man kommt aber einfach nicht vorwärts. Und man kann auch nicht mit jedem Eis trinken, das geht nicht. Und sonst käme man nie heim am Abend. Betreffend Sponsoring haben wir das Glück, dass wir sehr gute Partner haben, wo wir schon sehr viele Jahre zusammenarbeiten. Allen voran ist gerade die Kantonalbank, die uns seit dem Anfang unterstützt. Die haben uns wachsen gesehen und vor allem sind auch in uns geglaubt. Die Musik hat mich immer fasziniert und das hat mich eigentlich von Anfang an weggepackt. Das ganze Thema Open Air Festival Musik. Nach dem Open Air ist vor dem Open Air. Wichtig ist für mich, dass ich helfen kann, aufräumen. Wenn ich am Sonntagabend mit dem Quad die Runde drehe und mittlerweile kennt man die Art, wo man noch schauen muss und die Runde gemacht haben und dort ein gutes Gefühl kriegen, dann kann ich mich auch schon auf das nächste Jahr wieder konzentrieren.